Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, das erste Video, wobei das ist mittlerweile schon das, keine Ahnung, das 10., 11. Video insgesamt. Aus der Kooperation mit Globaland. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Und ich habe mir zuallererst, da habe ich jetzt lang rumgetüftelt, wobei ich, erzähle ich gleich. Das sind mehrere Sachen. Das ist die Nummer. Ich werde natürlich alles in der Infobox verlinken. Da sind mehrere Sachen dabei. Da ist eine Sonne dabei, Wolken. Dann hier nochmal so eine Wolkenrandumrandung. Dann eine kleine Sonne ist da noch. Gesichter. Und dann hier Sunlight und ein Wimpel. Und den Hintergrund. Hauptsächlich habe ich es eigentlich wie am Hintergrund bestellt. Und ich zeige euch, was wir machen werden. Vorneweg, ich habe angefangen, weil ich die Standschablone ganz cool fand. Und auf der Seite ist die so in Regenbogenfarben gezeigt. Und wie gesagt, die stand auf meiner Wunschliste und habe ich gesagt, komm, nutz die Chance, du darfst dir was aussuchen. Übrigens, wenn ihr den Code NATA10 benutzt, bekommt ihr 10% bei eurer Bestellung. Ich selber nutze den auch. Und ja, so ungefähr wie die hier. Ungefähr. Und ich fand das halt so schön cool und so schön bunt und habe gesagt, ja, komm, wie gesagt, stand auf meiner Wunschliste. Allerdings ist es etwas gefummelt, weil man stand quasi das ganze 4 oder 5 Mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal habe ich das jetzt ausgestanzt. Einmal den Rahmen in Weiß und dann die jeweiligen Farben. Ich hab noch alle da, die hebe ich auf. Die kommen dann mit in die Tüte. Ja, aber man kann 3 oder 4 Karten davon machen. Ich habe jetzt 2 gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr. Aber nachdem ich dann die 2 gemacht habe, ist mir dann so eingefallen. Wieso magst du nicht im Halloween-Design? Wie gesagt, das finde ich ja ultra süß. Da mache ich jetzt auch erst einmal keinen Spruch drauf, weil, ja, ne, man braucht ja immer so eine Karte. Und dann ist eben die entstanden. Auch total niedlich. Ja, fangen wir mal an. Ich habe erstmal einen Kartenrolling genommen. Der ist 21 mal 14 cm groß. Und falte ich mir in der Mitte auf der langen Seite bei 10,5. Der Kartenrolling. Dann habe ich mir. Ich muss es nur noch finden. Ich hatte es doch da irgendwo. Das macht mir nicht schwach. Und da habe ich es reingelegt. Schwarzen Cardstock genommen. Und den werde ich jetzt einmal ausstanzen. Lässt sich auch super ausstanzen. Wenn man richtig stanzt. Also am besten der Länge nach reinlegen, dann ist es für die Maschine auch am einfachsten. Also da reicht es auch wirklich, wenn ich einmal durchstanze. Oder durchkurbelt durch die Maschine. Den Mittelteil hebe ich auf. Ihr seht, ich mache es ganz easy raus, also total einfach. Also die Standschablone stanzt sehr, sehr gut. So, den Rest tue ich weg. Na, es juckt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich noch einmal eine Kooperation machen darf. Das ist jetzt mittlerweile schon die dritte. Ein paar Sachen sind ja noch auf der Wunschliste. So, ihr seht, ganz easy ausgestanzt. Jetzt nehme ich erstmal meinen Kartenrolling. Und wenn ihr genau klebt, dann passt der genau auf eure Karte drauf.
Jetzt nehme ich mir einfach halber. Die habe ich mit, also die pastellfarbene, habe ich mit Flüssigkleber gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wieso magst du es dir so schwer? Klebst alles einzeln auf. Nimm mir doch doppelseitiges Klebeband. Ich muss halt nur genau relativ an den Rand kommen. Ja, ich habe auch so Klebeband, wo ich ausstanzen kann. Aber ich bin da etwas unbeholfen, was das angeht, weil dann klebt es hier und es klebt da. Wie gesagt, ich stelle mich da vielleicht etwas zu doof an. Aber 3 Karten habe ich jetzt mit dieser Technik schon gemacht. Ich zeige euch dann gleich noch eine andere. Jetzt bin ich erstmal mit Kleben beschäftigt, aber das tut, wie gesagt, das ist dann der einfach halber. Aus den Halloween-Farben hätte ich eventuell auch 3 Karten machen können, weil ich sage ja Chaos pur hier. Da ist quasi der Rest, was noch übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob noch eine Karte draus gehen würde, aber das ist quasi der Rest. Der Rest ist hier drin. Ich habe schon aussortiert, was ich brauche. Aber ich sage mal, die 2 reichen. Ich weiß, es ist mal wieder ein Kuddelmuddel-Video. Aber ich mache meinen Namen. Oh, meine Nase juckt. Wie war das, wenn die Nase juckt? Gibt es Geld oder sowas? Bis zur nächsten Lohnausschüttung ist zwar noch ein bisschen, aber wer weiß. So. Das, was drüber steht, das schneide ich einfach ab. Schön sauber machen. Einmal. Also ich habe mir vorhin wirklich leichter getan mit dem Klebeband hier, als alles einzeln aufzukleben. So, alle Reste ansammeln. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht ewig brauche, das Zeug darunter zu zuseln. Und ich weiß, ich war immer noch nicht im Nagelstudio, ich habe es immer noch nicht geschafft. Wenn das Video online kommt, vielleicht dann schon. Weil ich nehme es jetzt, heute ist Sonntag. Ich nehme es im Voraus auf, weil ich immer nie weiß, wie weit ich dazu komme. Ja, als das Päckchen ankam, oh, Hammer schon. Als das Päckchen von Globaland ankam, habe ich direkt auch schon mit einer Kartenidee angefangen. Ich habe ja auch nochmal bestellt in der Zeit. Ich hoffe, dass das rechtzeitig ankommt, damit ich die Sachen gleich verwenden kann. Aber wie gesagt, die Idee ist da. Ich hoffe nur, dass es ankommt. Apropos Bestellung von Globaland. Die Geister sind leider nicht von Globaland. Aber ich schleiche schon länger um die Geister rum, weil die haben bei Globaland auch zuckersüße Geister. Mich hat Globaland richtig angefixt. Ich habe die auch mal rausgesucht. Da sind sie. Wenn ihr die haben wollt, wäre das die Nummer. Also ich schmeiße die jetzt auf jeden Fall schon mal in den Warenkorb. Oh, das wäre dann schon wieder der erste Drum von meiner Bestellung. Von der nächsten. Ich finde die halt. Ja, schleiche ich schon länger jetzt dran rum. Aber ich habe halt eigentlich schon Geister, aber halt nicht solche. Und es ist so bescheuert. So, jetzt lege ich es erst einmal so ungefähr hin. Also es passt. Das sieht gut aus. Dann, ja, habe ich schon mal alles vorbereitet. Oh nein, ich touch voll rein. Ich benutze gleich die Kiste. Da ist auch noch mehr.
Da ist das, was ich schon mal angefangen habe. Also, die ist in Einsatz. So, das andere kommt weg, kommt zur Seite. Jetzt heißt es fummeln. Ich habe allerdings schon ein paar Karten gemacht, also müsste ich eigentlich wissen. Das Problem ist es, ich habe ja diesen Farbwechsel. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Da kommt ein Grün hin. Gerade eventuell könnte man sogar drei Karten draus machen. Den Kreis klebe ich auch gleich rein, dann bleibe ich wenigstens schon immer in der Mitte bappen. So, dann drück mir mal die Daumen, weil wie gesagt, ich hatte das schon alles so weit zurechtgelegt. Und jetzt seht ihr, warum ich auch gesagt habe, mit doppelseitigem Klebeband ist einfacher, weil jetzt müsste ich jetzt auf jedes Teilchen Kleber drauf machen. Wie gesagt, die anderen habe ich gemacht, bei denen hier. War mir dann aber zu langwierig, hat mir dann zu lang gedauert. Nee. Das ist es. Ach nee, ich brauche lila. Deswegen habe ich dann gesagt, ja, mit Glow, also mit doppelseitigem Klebeband ist es, denke ich, am einfachsten. Verrutscht. Oder ist es der gar nicht, der dahin gehört? Habe ich noch irgendwo ein Stück grün? Ja, da ist noch ein Stück grün. Weil die Teile hier, die ähneln sich ein bisschen. So. Grün, dann kommt wieder lila. Da kommt orange. Ich gucke, das müsste das Teil sein. Da habe ich schon so viele Karten zusammengeklebt und kann immer noch nicht sagen, welches Teil wohin gehört. Dann kommt wieder lila. Ah, grün. Nee, doch. Nee, orange. Jetzt kommt wieder grün. So, das müsste orange sein. Na, rutsch rein. Okay. Der ist nicht richtig drin. Habe ich jetzt eins runtergeschmissen? Ein schwarzes. So. Dann kommt wieder lila. Grün. Ne, orange. Ne, doch. Ja, da geht schon los. Jetzt werden es zu wenig Teile, jetzt werde ich übermütig. Dann kommt grün. Grün, dann kommt lila. So, und die letzten zwei sind dann jetzt easy. Der kann weg. Okay, noch einmal drüber. Dann, ja, wie gesagt, die Geisterlies und ein Spruch. Ich wollte es dann auch nicht zu viel machen, weil, ja, ich wollte den Hintergrund quasi nicht kaputt machen.
Ne? Ich hatte da schon mal einen Schnipsel zurechtgeschnitten. Ah, der mag nicht mehr runter, okay. Weil der Hintergrund, der hat mich ja quasi schon relativ gut aufgehalten. Na. Mittlerweile habe ich echt viel von Global und ich kaufe ja auch selber dort, weil ich ja davon überzeugt bin. So, die Geister sind jetzt auch schon wieder im Warenkorb. Ich habe noch einige Sachen auf meiner Wunschliste. Aber ein Geldscheiße habe ich leider auch nicht im Keller. Das wäre jetzt die Halloween-Karte. Wenn man alles vorbereitet hat, ach, die Nase juckt, da geht es eigentlich relativ schnell. Ich finde die echt süß. Total cool. Wie gesagt, dann habe ich hier die Pastelle, die Wolken und die Sonne ist auch aus dem Set. Ich fand das ebenso schön. Und dann habe ich mir während des Bastelns gedacht, Kat, wieso magst du nicht eine mit Designpapier? Und das ist die hier. Da habe ich einmal ganz normalen Cardstock ausgestanzt, eben den Rahmen, also zweimal. Da habe ich das auch mit dem doppelseitigen Klebeband gemacht. Und habe das dann nochmal aus einem Stück Reste-Designpapier genommen. Und habe die Rosen hier dann auch relativ simpel ausgemalt und ein paar Glitzersteinchen drauf, noch so ein Band. Die Rosen sind auch von Globalent. Das sind die hier. Die benutze ich echt wahnsinnig gerne. Wenn ihr das wissen wollt. Ich bin froh, dass ich die mir bei der ersten Kooperation rausgesucht habe. Ja, das sind meine Karten. Wie gesagt, man könnte vielleicht sogar, wenn man das ausstanzt, immer noch eine dritte Karte machen. Aber ich bin jetzt tatsächlich zu faul, weil ihr seht, ich war sehr, sehr fleißig. Habe eine kleine Auswahl zusammengestellt, was man machen kann. Oh, diese Nase macht mich wahnsinnig. Ja. Ich finde die am besten. Tatsächlich finde ich die am besten. Und dann stehen die beide auf Platz 2. Ja, die finde ich echt süß. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Mein Floskeln. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.